Ja, ich komme. Majestät, um Himmels Willen. Was ist Ihnen? Ich fürchte, Majestät sind krank. Wir sollten nach Wien zurückfahren. Ich habe etwas Schreckliches gesehen. Was denn gesehen? Ludwig kam über den See herüber. Er lief einfach über die Wellen. Sein blauer Mantel flatterte im Wind. Der Georgretter? Er streckte mir die Hand entgegen und rief immer wieder meinen Namen. Ich wollte auch antworten, wollte ihn greifen, aber ich konnte nicht. Es war so, als ob Glas zwischen uns wäre. Und plötzlich versank er vor meinen Augen. Sie kommen! Louis und Katjana bringen ihn! Wo ist Ludwig? Wo ist der König? König Ludwig von Bayern ist tot. Nein. Er und sein Arzt, Dr. Gutten, im Starnberger See ertrunken. Der Gunn hat ihn umgebracht, der Arzt. Der Bismarck hat es ihm angeschafft. Aber niemand hat ihn umgebracht. Es war eben die Zeit. Er war zu gut für diese Zeit. Warum spielen Sie den Beethoven? Warum mit Richard Wagner, den er so verehrt hat? Der war schon wieder Wagner. Mit seiner wahnsinnigen Musik, dass das so schnell hat kommen können. Dass die das zulassen haben. Sie haben ganz recht. Ich habe es immer gesagt, Gottes Zorn wird über uns alle kommen. Abschließend bittet der Herr Minister, dass Eure Majestät in der bevorstehenden Unterhaltung mit seiner Majestät, dem Kaiser von Österreich, sich äußerst vorsichtig verhalten möchten. Der Herr Minister empfiehlt Eure Majestät, nur Worte und Wendungen zu gebrauchen, die von den Ministern später auch ein wenig anders interpretiert werden könnten. Na ja, Herr von Pistemeister, ich werde ihm sagen, was ich denke. Ihnen. Jawohl, Majestät. Danke schön. Sag mir, Max, werden wir jetzt eigentlich auch die Kaiserin sehen? Ja, Ihre Majestäten sind beide im Kurhaus. Ja. Hier hat sie mich einmal gebissen, die Frau Kaiserin, wie wir noch Kinder waren. Und jetzt werde ich aufpassen, dass das nicht mehr vorkommt. Mein Gott, war das ein wildes Dirndl, diese Sissi, wie sie damals von der Isarbrücken mit ihrem Schimmel drunter springen wollen. Erinnerst dich noch, du musst doch dabei gewesen sein? Nein. Da habe ich sie vom Pferd gerissen, habe ich gesagt, Sissi, wenn du mal meine Frau sein wirst, darfst vielleicht auf einem Esel reiten, auf einem Ross nicht mehr. Was für ein Glück, dass sie nicht ihre Frau geworden ist. Ihr dürft nicht weiter. Ausgezeichnet, wirklich ausgezeichnet. Danke. Da kommt der Ludwig. Mein lieber Ludwig, da du nicht zu meinem Heurigen kommst, muss ich einmal zu deinem Sauerbrunnen kommen. Hoffentlich bekommst du, Franzi, das manchmal ein teuflisches Zacks. Grüß dich. Freue mich, dass ihr hier seid. Grüß dich, Gott, Süßi. Einen schönen Tag haben wir heute, nicht wahr?
wirklich prachtvoll. Grüß dich Gott, Majestät. Grüß dich, Sophie. Verzeihen Sie mir. Ja, wofür? Ach so, darfst du mich du sagen zu deinem erlauchten Cousin? Oder müssen wir als Brüderschaft trinken? Aber nicht damit. Ja, also ich habe im Salettl ein kleines Frühstück herrichten lassen, damit der Franzose zur Nachkur ein Glas Champagner trinken kann. Du musst etwas sagen, Ludwig, sonst denken die Leute, wir sind böse miteinander. Kann aber nichts sagen, Susi. Habe ich mich denn so grauslich verändert, dass es dir die Rede verschlägt? Ich habe immer gedacht, wenn wir uns wiedersehen. Ich sehe dich nicht wieder. Ich sehe dich eigentlich heute zum ersten Mal. Sissi, die Sofa fragt, ob wir Nachmittag eine Kutschfahrt machen wollen. Oh ja, wenn ihr mögt, natürlich gern. Der Franz ist lieb, gell? Ja, ich muss gleich nachher mit ihm sprechen. Zum ersten Mal sprechen mit jemandem darüber, ob es Krieg oder Frieden geben soll. Das ist ein ganz merkwürdiges Gefühl. Krieg? Ich möchte in der hohen Politik nicht alles verlieren, was ganz gut in mir ist. Und ich werde es auch nicht. Darauf können sich die Herrschaften verlassen. Grüß Gott. Du, das darfst du aber nur mir sagen, gell? Ich sag's aber jedem. Das ist ja manchmal zum Verrücktwerden. Das gehört dir. Danke. Bitte. Es muss doch möglich sein, ohne falsch zu regieren. Ohne Lüg und Verrat und was einem die Leute sonst alles empfehlen. Rein, einfach rein. Weißt, Ludwig, jedem ist seins beschieden. Man muss sich fügen. Jeder Mensch muss sich fügen. Ich bin aber nicht jeder Mensch. Und du auch nicht. Ich fühle das. Kennst du eigentlich den Wagner, Sissi? Richard Wagner, der ist doch bei euch in Wien. Richard Wagner? Wer ist denn das? Wer das ist? Mhm. Ein Kompositeur. Nein, kein Kompositeur, ein Genie, ein Gott. Er schreibt Opern. Nein, keine Opern. Musik, Dramen. Mein Gott, du fragst mich, wer das ist. Seit Beethoven war niemand so kühn, so erhaben. Und solche Leute möchte ich bei mir in München haben. Die sollen bei mir was zu reden haben. Ich möchte, es klingt wieder ganz dumm, ich möchte ein Königreich der Musen aufrichten, weißt du? Ja, du wirst ein wahrer Herrscher werden, Ludwig. Und Bayern wird ein so glückliches Land sein. Du, mach alles genauso, wie du dir es vorgenommen hast. Es wäre so herrlich, wenn das endlich mal einer von uns tun würde. Lauft es doch nicht davon. Da kommt ja keiner mit. Verzeiht, meine Damen, aber jetzt habe ich mit dem Ludwig ein paar Worte zu reden. Allein darf ich, Elisabeth. Natürlich, Franzi, wir gehen voraus. Er sieht mich nicht. Er sieht mich überhaupt nicht, Sissi. Du sag mal, wenn wir nachher mit der Kutsche ausfahren, kannst du es nicht so einrichten, dass ich dann neben dem Ludwig sitze? Ja, das wird nicht so einfach sein, Kinder. Die Etikette weiß, dass... Ich habe keine Zeit für Kriege, Franz. Ich habe so viel Wichtigeres zu tun, was? Das glaubt man immer, wenn man jung ist. Ja, aber du bist auch noch kein Greis. Das nicht, aber ich habe schon ein bisschen gelernt, dass man sich ins Unvermeidliche fügen muss. Ja, ist es unvermeidlich, Franz? Ist es unvermeidlich, wenn du nicht angreifst? Entschuldige, aber diese Frage ist ein bisschen romantisch. Wer angefangen hat, überstreiten sich doch bloß hinterher die Gazetten. Ja, verzeiht, dann bin ich ein Romantiker. Für mich ist die Frage sehr wichtig. Natürlich fange ich nicht an. Was glaubst du denn? Aber Preußen wird's tun. Ja, dann ist deine Frage überflüssig. Wir haben ein Bündnis und ein Bündnis zwischen einem Kaiser und einem König. Das ist heilig. Na also, mein Freund, da werden wir uns ja einig. Pass auf, ich vermute, dass dich demnächst dieser Herr von Bismarck aus Berlin besuchen wird. Diesem Kürassier auf dem Ministersessel solltest du lieber nichts von der Heiligkeit der Verträge sagen. Dem solltest du vielmehr sagen... Was ist mit Ihnen? Sind Sie krank? Nein, Majestät. Sie sehen so fiebrig aus. Wie lange stehen Sie schon hier? 4 Stunden, Majestät. Das ist lang. Ein Fauteuil, bitte. Fauteuil! Stellen Sie es dorthin. Setzen Sie sich.
wenn einer wieder besser ist, nachher stehen sie wieder auf. Bitte sehr um Verzeihung. Ich sehe die Dinge viel einfacher, Majestät. Es ist, wenn man so will, ein physikalisches Gesetz. Die Natur lässt die Dinge reifen und erteilt uns ihre Aufträge. Wir haben sie zu erfüllen oder unterzugehen. Die deutsche Kleinstaaterei hat ihre Aufgabe erfüllt. Und nun suchen die vielen deutschen Staaten eine neue Form, ein neues Gefäß. Und dieses neue Gefäß heißt Deutschland. Heißt das Deutsche Reich. Und wie wird das aussehen? Ihr Reich, das Ihnen die Natur vorschreibt, wie wird das aussehen? Es wird auf dem Wege des Fortschritts die anderen Nationen einholen, ja, vielleicht überflügeln. Es wird Eisenbahnen, Kanäle bauen, eine gewaltige Industrie errichten, eine mächtige Schifffahrt, wird es mit der ganzen Welt verbinden. Seinem Reichtum, seinem Ansehen wird eine starke Kriegsmacht Kraft und Bestand verleihen. Und das Glück... Verzeihen Sie, wenn ich unterbreche, Exzellenz, aber in dem Arsenal Ihrer kraftvollen Worte nimmt sich das Wörtchen Glück ein bisschen seltsam aus. Glück ist eine große Gnade. Nehmen Sie. Danke, Gehorsams Majestät. Halten Sie ruhig Platz. Sehen Sie, Herr von Bismarck, ich bin zum König gesetzt über ein altes